Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ja, heute Wild Hearts statt dem, was heute geplant war eigentlich. Was das angeht, rede ich gleich nochmal ordentlich drüber. Erstmal grüße ich hier wirklich alle. Wir machen heute mal nach langer Zeit mit Wild Hearts weiter. Gab jetzt lange genug eine Pause. Ich habe nicht einen Finger krumm leider für das Spiel gemacht, weil ich einfach die Zeit nicht fand. Meine Waffen sind immer noch so schlecht, wie sie es beim letzten Stream waren. Eigentlich müsste ich den heutigen Stream sogar eigentlich dafür nutzen, meine Waffen mal aufzubessern. Wir haben ja letztes Mal schon gemerkt, dass ich definitiv eine stärkere Waffe brauche. Also wir machen ja kaum Schaden mittlerweile. Es wäre ein Vorteil, allein die Waffe hier mal bis zum Ende aufzuleveln, also dass wir einmal den Lavarücken jetzt zuallererst einmal bekämpfen. Also YouTube sieht nicht, wie ich den Lavarücken zum Beispiel bekämpfe. Ich booste jetzt nur eine Waffe jetzt heute. Und dann gucke ich, dass ich wirklich nochmal offscreen dazu komme, die Waffe zu boosten. Schmiede? Das haben wir erstmal unsere Flammenwaffe jetzt. Damit haben wir eine wesentlich stärkere Waffe. Aber es kommen noch viele Monster auf uns zu. Naja, jetzt bin ich zumindest ein bisschen gewappnet. Die Waffe kann ich auch einmal verbessern. Mach ich auch mal direkt. Noch eine bessere Waffe. Ich glaube, hier wollte ich die Erdwaffe. Aber da brauche ich ganz normales Erz. Naja, die wichtigsten Waffen habe ich ja verbessert. So, mache ich mir jetzt auch noch ein paar Flammenkrallen. Habe ich in der Hinsicht auch etwas. So, ja. Hauptkarte. Jetzt machen wir hier weiter. Aber vorher sollte ich mir meine Flammenwaffe nochmal ausrüsten. Ich glaube, der hat zur Wasserwaffe gewechselt, oder? Ja, der hat zur Wasserwaffe gewechselt. Das ist meine Flammenklinge. Erste Rüstung ist auch angelegt. Let's go. Jo, wir müssen die Veränderungen rund um die Festung Fuyufusagi erkunden. War, glaube ich, ganz weit da hinten. Dahin. Ich sehe da ein riesiges Warzenschwein. Ein grünes und ein blaues. Und offenbar war der Eisgrunzler offenbar storybasiert. Also hätte ich den letztes Mal gar nicht machen müssen. Aber hey, wir sehen ihn. Wer gewinnt? Der Kampf der Schweine. Ach, ich muss sogar den Flora-Grunzer töten und nicht den anderen. Was mochte der denn an Elementen nicht? Ich muss das Spiel übrigens an einer Stelle lauter stellen. Der mochte auch Feuer nicht, also sind wir perfekt ausgerüstet. Komm her, mein Schweinchen. Dich erlege ich eben kurz. Ach, ist das ein anderer Flora-Grunzer oder wie? Ist das so gesehen wie bei Monster Hunter mit den High Ranks?
Aua. Und kaputt. Oh, Scheiße. Aua. Ach, jetzt weiß ich, wo mein Fehler liegt. Ich habe nichts gegessen. Na gut, das macht mein Leben auch nicht viel höher. Ich bräuchte mal Fäden. Ich hab keine. Mein liebes Schweinchen, ich muss dich noch mal kurz verlassen. Ich brauche Fäden, ich hab keine. Könntest du aufhören, mir Steinchen hinterher zu schmeißen? Danke. Das wird dir nicht gefallen. Fertig. Aua. Am besten wäre, ich hau ihm erstmal diese Stoßhauer weg. Daneben! Kannst du den mal ein bisschen tiefer halten? Tiefer halten, nicht tiefer prügeln. Wo ich mal Manieren einschlagen. Ach komm. Ich habe keine Bombe dabei, sonst hätte ich den das kontern können. Ja! Irgendwie hing der gerade an einem Baum fest. Daneben! Nimm das. Um Gottes Willen, er ist wütend. Aua. Och nö. Nee. Wieso haben mich die Steine nicht getroffen? Die Steine hätten mich eigentlich volle Kanne erwischen müssen. Fertig.
Ich weiß, je öfter ich sie nutze, umso weniger bringt sie mir. Ja, ein Ding ist ab. Einmal schnell einsammeln. Langer Flora-Gunstschweif. Oh, schnell noch eine Wand hinkriegt. Hallo? Ist er jetzt schon fast tot? Ja gut, macht Sinn, ne? Irgendwo was, wo ich meine Fäden ein bisschen aufstocken kann? Hier liegt zumindest ein bisschen was. Hat auch schon ausgereicht. Ach, guck mal. Pflanzenvieh verschwindet. Eisvieh kommt. Wir haben die Schweinchen getauscht. Ach, wisst ihr noch, als ich hier die ganzen Zukunft gejagt habe? Ach, waren das noch Zeiten. Ja, mit hier Geschütze sind immer wertvoll. Das ist guter Schaden. Ich brauch den Stein. Oh shit. Gut ist, weil er keinen Schweif mehr hat, hat er zumindest bei dem Drehangriff eine kleine Reichweite. Oh shit, ich will weg, ich will weg! Ich will weg! Ich wusste, was passiert, aber ich kam nicht rechtzeitig weg. Ich kann gerade irgendwie nichts bauen. Ach, das hängt mit der Pflanzenfähigkeit zusammen, okay. Ist schön, wie ich es merke, aber trotzdem nicht rechtzeitig reagiere. Sehe ich ja jetzt erst, dass hinten was frei ist. Gib mir das. Fries. Das wird dir nicht gefallen. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Oh, schon tot. Ich hätte gehofft, die Haue noch wegreißen zu können. War das jetzt so gesehen eine High-Rank-Version? Oder... Nee, das sind doch die ganz normalen Materialien. Warum war das stärker? Ich dachte mir schon, dass du dieses Biest im Nu erledigen würdest. Sehr gute Arbeit. Aber sieh dir mal diesen Ort an. All die Blüten auf den verschneiten Gipfeln. Sie haben angefangen.
Da gammelst du. Okay, haben wir einfach mitgenommen, was du angestarrt hast, ne? Dieses Wildschwein war ungewöhnlich stark. Es muss den blütengesäumten Weg verlassen und die verschneiten Berge überquert haben, um hierher zu gelangen. Muss ziemlich zäh gewesen sein. Wie können sich diese Flora-Grunzer so voneinander unterscheiden? Und seit wann ist es hier so furchtbar heiß? Blumen sollten doch nicht im Schnee blühen. Wir sollten zurückkehren und Suzeran darüber Bericht erstatten. Könnt ihr mich hören? Antwortet, wenn ihr mich hören könnt. Natsume, was ist passiert? Ist alles in Ordnung? Ein riesiges Kemono. Irina, so schnell ihr kann zurück. Es ist Hey, Natsume, was ist da los? Welches riesige Kemono? Wir müssen schnell zur Stadt. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich auch. Okay, hier ist was Böses passiert. Die Sonnenschwinge greift an? Sie ist nur ein weiteres Kemono. Man kann ihnen nicht trauen. Sorgen wir erstmal dafür, dass alle in Sicherheit sind. Ach, was für Guck mal, meine Vorrichtungen stehen trotzdem noch, als wäre nichts gewesen. Warte, bevor ich nachgucke, erstmal gucken. Ich habe doch bestimmt auch eine Flora-Waffe, oder? Scheinbar nicht. Ich muss noch eine für den Flora-Baum basteln eigentlich. Ach nee, hier ist. Das ist meine Steinwaffe. Dafür müsste ich mal den Goldstach ein bisschen erschlagen. Nee, ich habe echt keine für den Flora-Baum. Okay, um die weiter zu verbessern, müsste ich mal das Sporenschwänzchen nochmal erschlagen. Da wäre aber ein gewaltiger Elementanstieg auf jeden Fall. Und von dem Flora-Gunster nochmal das Horn vorne. Aber es wäre nur ein Schadenanstieg von 5, deswegen kann ich das ruhig oft machen. Aber eventuell wäre es sinnvoll, das Sporenschwänzchen auf jeden Fall nochmal zu jagen heute. Und den Goldstachel, dass ich heute meine Waffen zumindest so auf eine Halbmast verbessere. Hoffen wir mal, dass keiner wirklich zu Schaden gekommen ist. Geht's euch gut, Leute? Ich hoffe, es wurde keiner verletzt. Was geht hier vor? Ich finde es geil, dass meine Konstruktionen einfach stehen, als wäre nichts passiert. Es gab ein Unglück. Den Geistern sei Dank. Ihr seid wohl auf. Die Stadt ist... Es ist schrecklich. Wir müssen uns um die Verwundeten kümmern. Wollt ihr uns nicht beistehen? Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Klar, kein Ding. Ich hätte aber gesagt, erstmal muss das Feuer gelöscht werden. Das ist, glaube ich, wichtiger. Weil das Feuer kann sich ausbreiten. Vielen Dank. Endlich wurden die letzten Feuer gelöscht. Was ist hier passiert? Das war die Sonnenschwinge. Amaterasu hat uns angegriffen. Sie hat die Stadt verwüstet und sogar versucht, Menschen zu töten. Wir haben uns so gut es ging verteidigt, aber es kam so plötzlich. Die Jäger mussten alles geben, nur um die Menschen in Sicherheit zu bringen. Überall in Minato liegen Karakuri in Trümmern. Selbst das Seelenrad. Auf der Seeseite der Stadt herrscht das reine Chaos. Alle Häuser liegen in Schutt und Asche. Wir waren machtlos. Wir konnten nur fliehen und in Deckung gehen.
Es war schrecklich. Die Sonnensch... Ja, Amaterasu ist schon öfter über die Stadt geflogen. Aber sie hat uns nie zuvor angegriffen. Wir haben uns nie von ihr bedroht gefühlt. Wir fühlten uns sicher. Aber mit diesem Gefühl lagen wir wohl falsch. Kemono nehmen keine Rücksicht auf die Gefühle von Menschen. Für große Kemono, etwa den Riesenbären oder Amaterasu, sind Menschen nur Ungeziefer. Eine Plage, die man leicht beseitigen kann. Doch sind wir wirklich so verschieden? Wenn Kemono eine Gefahr für uns werden, dann beseitigen wir sie auch. Was man in Zeiten des Friedens die Sonnenschwinge genannt hat, nennt man in Zeiten des Krieges nur noch den Feind. Ihr habt vollkommen recht. Wollte ich auch gerade sagen. Was verloren ist, ist verloren. Wir müssen uns von der Vergangenheit abwenden und den Blick in die Zukunft richten. Aber was können wir? Ihr habt wie immer recht. Ich gehe das wieder nachschlagen. Es gibt etwas, das ich tun kann. Vielleicht wäre ein Blick auf meine Waren ein guter Anfang. Wie steht es mit euch, Jäger? Du denkst aber auch an nichts anderes, ne? Ich werde Amaterasu jagen. Eine wichtige Aufgabe, zweifellos. Aber womöglich nicht wichtiger, als sich einen Eindruck der Stadt zu verschaffen. Hast hindert den Fortschritt, wie man so schön sagt. In Minatos Stunde höchster Not sollte euer Platz hier sein. Wenn er zurückkommt, dann hau ich ihn aber. Ach, guck mal, die Stadt ist doch schon wieder hergestellt. Ist doch alles prima Paletti. Ich kann das noch immer nicht glauben. Wie naiv wir waren. Wir hätten nie glauben dürfen, dass sie nicht angreifen würde. Die Frage, die man sich jetzt stellen muss, warum hat es angegriffen? Eventuell, weil wir in diesem Fluss des Karakuris ein bisschen gestört haben mit diesem riesigen Rad. Dass der Mensch mal wieder schuld ist. Okay, hier ist auf jeden Fall einiges Schrott. Angenommen, Amaterasu kommt zurück. Wird Minato dann zerstört? Ich werde euch beschützen. Versucht gar nicht erst den Helden zu spielen. Mein Vater hat mir einst das Gleiche gesagt, nur um dann von einem Samurai ohne zu zögern niedergestreckt zu werden. Wenn Minato vernichtet wird, kann ich sonst nirgendwo hin. Kein Zuhause, keine Familie. Es ist sinnlos, über die Zukunft nachzudenken, wenn man nicht weiß, ob man eine hat. Na, Arme. Was alles verfällt irgendwann zu Staub. Gegenstände, Menschen. Orte. Auch Minato. Diese Stadt wird eines Tages ihr Ende finden. Auch ich habe schon etliche Enden miterlebt. Vielleicht mehr, als ein einzelner Mensch sollte. Das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, wurde eines Nachts niedergebrannt. Die Diebe hinterließen nur einen Haufen verrottender Leichen. Daimyo Ishido, vom Krieg zerschlagen und durch die Kemono vernichtet. Ja, alles findet jeder irgendwann sein Ende. Sich dagegen. Aber wenn das Ende naht, kann dich nichts mehr retten. Das habe ich schon vor langer Zeit erkannt. Selbst nach diesem schrecklichen Angriff sehe ich einen Schimmer Hoffnung in euren Augen. Ich sehe Widerstand. Ich kenne noch jemanden mit Augen wie den euren. Aber woher nehmt ihr nur diese Kraft? Wut, Hass, Vergeltung. Mein Vater hat immer gesagt, dass Menschen grausam wären. Aber Kemono sind noch schlimmer. Nee, Menschen können auch gut mithalten. Oder giergetrieben. Sie zerstören Dinge, die ihnen im Weg sind. Kemono denken anders. Dieser Vogel wurde nur von seinem Instinkt getrieben. Er fliegt herum, schnappt mit dem Schnabel und braucht dazu nicht mal einen Grund. Doch wenn die Natur sich gegen uns richtet, dann müssen wir uns ihr widersetzen. Für unsere Familien und für unsere Freunde.
Ja, auf jeden Fall. In der Richtung ist wahrscheinlich keiner mehr, der mit mir reden will. Ich kann gerade nicht auf die Karte zugreifen. Da hinten. Stimmt, Zuzuran. Zuzuran will definitiv mit uns reden. Und die Prinzessin oder wie das war. Die eventuell auch. Ich weiß jetzt, wie es um die Festung steht. Ich konnte alles über das Karakuri hören. Es gibt zweifellos einen Zusammenhang mit dieser Katastrophe. Wir müssen rasch handeln. Allerdings bin ich nicht ganz sicher, wie genau. In der Zwischenzeit solltet ihr euch umhören und versuchen, mehr über Amaterasu herauszufinden. Ich muss meine Gedanken sammeln. Ich kann, wie gesagt, gerade nicht auf Menü zugreifen. Wir sollten einmal nach oben. Ich habe nie gesehen, dass es hier Treppen gibt, die nach oben führen, aber ich begrüße sie. Ich bin mir sicher, dass Prinzessin Toga war das, glaube ich. Ich wiederhole, lange Zeit nicht gespielt. Eventuell auch noch was von uns will. Die ist gar nicht da. Warum ist die denn nicht da? Okay, das Thema hat sich dann erledigt. Dann gehe ich die Treppen mal wieder runter. Ujinshige will natürlich mit uns reden. Ich hoffe, es ist keiner draufgegangen. Da bist du ja. Hast du die Stadt gesehen? Eine Ruine. Häuser in Trümmern. Überall Verletzte. Einige hat es noch schlimmer erwischt. Dieses verfluchte Kemono. Es ist wie damals bei Schloss Otsuki. Alle zerfetzt. Keine Menschenseele übrig. Kalt. Tot. Ich war schon damals machtlos. Nur ein einzelnes Auge. Mehr konnte ich ihm nicht nehmen. Ey, das ist trotzdem viel. Verdammt. Ich werde das alles nicht noch einmal zulassen. Na. Ich hoffe, die kriegen die Stadt wieder aufgebaut und vor allen Dingen, dass es nicht zu viele Tote gibt. Wenn wir alle mit anpacken und zusammenarbeiten, können wir das überstehen. Das weiß ich einfach. Ach, hier ist die. Was für ein Unglück. Nee, das ist, ich dachte, er ist Prinzessin, aber hier ist dieser Maskentyp. Die Stadt der Jäger in einem derartigen Chaos. Gäbe es nur mehr wie euch, hättet ihr das alles vielleicht verhindern können. Doch gewöhnliche Sterbliche waren diesem Feind nicht gewachsen. Die Kemono verzweifeln zunehmend. Sie kämpfen um ihr Territorium. Sie kämpfen um ihre Beute. Jetzt treibt Hunger sie dazu, einander zu töten. Doch Minato ist nicht das einzige Opfer. Schon bald wird die Natur in ganz Azuma verwüstet sein. Pflanzen werden welken, Schneestürme heulen und Berge zerfallen. Bis schlussendlich das Wasser steigt und alles bedeckt. Doch ihr,
Ihr verfügt über die Kraft, das zu verhindern. Ihr tragt die Saat in euch. Für den einen ist es Pflicht, für den anderen aber Schicksal. Sehr poetisch. Das trifft wohl auf euch zu. Ich würde den Typ gerne mal ohne die Maske sehen. Stärke, diese gewaltigen Kemono zu jagen. Doch habt ihr auch den Willen dazu? Was treibt euch zur Jagd? Verzweiflung. Soll mir auch mal poetisch klingen und einfach sagen, der Wunsch, mir selbst diese Frage zu beantworten, ansonsten würde ich das hier oben nehmen. Na komm, wir sind mal poetisch. Euer Weltbild wurde erschüttert. Doch keine Furcht, denn nur wer in sich geht, wird für diese Herausforderung gewappnet sein. In euren Worten liegt Entschlossenheit, unbeugsam und klar. So bleibt mir nur eins zu sagen. Ihr müsst das Leben wertschätzen. Sonst erwartet euch nur der Tod. Ihr müsst überleben. Warte. Das kann nicht sein. Hey, hier drüben! Ich komme! Vorwärts! Sicher ist dieser riesige Vogel daran schuld. Wir wissen, dass Amaterasu das alte Schloss zu ihrem Territorium erklären wollte. Der Rasetsu versuchte daraufhin, die Seeleninsel zu erobern. Genau. Wir beobachten, dass immer mehr Kemono ihr gewohntes Revier verlassen. Und dafür kann es natürlich nur eine logische Erklärung geben. Die da wäre? Vielleicht sollten wir dieses Mal schneller zu einem Entschluss kommen. In ganz Azuma und vielleicht darüber hinaus versiegt der Fluss der Himmelsfäden, den die Kemono benötigen. Das erklärt, warum Amaterasu es auf unsere Stadt abgesehen hat. Dort gibt es eine riesige Menge an Himmelsfäden. Wollt ihr damit sagen? Richtig. Sie möchte Minato zu ihrem Territorium machen. Die Karakuri auf der Seeleninsel wieder in Gang zu setzen, war leichtsinnig. Aber wir haben es für Minato getan. Die Prinzessin, die Ältesten, alle waren sich einig, dass es die richtige Entscheidung war. Was geschehen ist, ist geschehen. Wir müssen diesen Vogel loswerden, bevor er es sich in unserer Stadt gemütlich macht. Wir brauchen deine Fähigkeiten. Finde heraus, wo sich Amaterasu aufhält. Nein. Diese Bürde ist zu groß für einen einzelnen Jäger. Außerdem ist es sinnvoller, hier zu warten, als einfach wahllos durch die Gegend zu gehen. Also sie wird ja nochmal herkommen, weil sie das jetzt zum Territorium haben will. Sie will ihr Territorium endgültig einfordern. Dann müssen wir unsere Verteidigung stärken. Und zwar schnell. Können wir die Karakuri aus dem Kampf gegen den Erdspalter benutzen? Das ähnelt einem Belagerungskrieg. Auch wenn wir nur einen Gegner haben. Wir müssen uns sorgfältig vorbereiten. Ich übernehme ab hier das Kommando. Meine Güte, Ojishige. So motiviert und kein Becher Sake in Sicht. Oh. Was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Dieser Samurai hier war einst ein Taisho-General. Egal, ich habe zu tun. Die Karakuri überlasse ich euch. Nun, seine militärische Erfahrung wird ganz sicher helfen. Aber wir dürfen die gewaltige Stärke unseres Feindes nicht ignorieren. Wir brauchen einen Trumpf. Ich hatte gerade mit Natsume darüber gesprochen. Sie sollte euch das lieber selbst erklären. Vermutlich begutachtet sie gerade den Schaden am Seelenrad. Dort solltet ihr sie finden. Da ganz oben. Warte mal, machen wir uns das einmal leichter.
Das funktioniert bestimmt. Ich sehe keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte. Ja, der Schaden ist ein bisschen groß. Und nur ein bisschen. Gerade als wir es geschafft hatten, das Rad wieder zu reparieren. Jetzt ist es völlig hinüber. Was wir auf der Seeleninsel getan haben, war... Ach, egal. Ich kriege das wieder hin. Ah, ich habe gerade mit Susuran gesprochen. Erinnert ihr euch, was ich über den zweiten Turm, der einst neben dem Seelenrad stand, erzählt hatte? Ein zweites riesiges Karakuri? Ich erinnere mich. Wenn ich die Steintafel richtig deute, handelte es sich um eine Waffe zum Schutz vor Kemono. Ich glaube, wir können es nachbauen. Bei mir hört sich das alles so einfach an. Aber wir können den Turm natürlich nicht von Grund auf neu bauen. Aber wenn wir das Rad reparieren und ein altes Karakuri in den Mechanismus einbauen, sollten wir in der Lage sein, den Turm wie den anderen zum Laufen zu bringen. Zumindest ist das meine Theorie. Zuerst müssen Ren und ihre Leute die Hauptstruktur reparieren. Wir könnten auch eure Hilfe gebrauchen. Könntet ihr die Materialien für den Bau des Karakuri beschaffen? Jetzt ist die Frage, was muss ich holen? Ein Gerät, das ich so nicht zusammenbauen kann. Wir brauchen seltene Materialien mit ungewöhnlichen Eigenschaften. Wie es der Zufall will, kämpfen die Kemono zurzeit untereinander um ihr Territorium. Ihre Körper scheinen sich dabei zu verändern. Möglicherweise können wir diese seltenen Materialien von den kämpfenden Kemono erhalten. Allerdings sind sie auch aggressiver. Seid bitte äußerst vorsichtig. Ich möchte nicht, dass ihr verletzt werdet. Verstanden. Danke. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Das ist mal ein ordentlicher Schaden. Die haben sich zum Mächtigen entwickelt. Jetzt will ich das auch mal hier sehen. Na, guck mal, man kann jetzt so auf mächtig umschalten. Und sie haben dann auch wesentlich anderes Material. Also es zählt als ein anderer Gegner. Guckt mal. Der normale, der hat nur Flora Grunzer Elfenbein, Grunzer Horn, Grunzer Dorn. Und der mächtige hat scharfes Zeug und dicke Dorn. Und auch der Schweif ist lang. Außerdem scheint der mächtige riesigen Blütenstaubkristall zu haben. Die Grunzer Haut und die Borste, die ist auch beim Mächtigen vorhanden. Ich brauche wahrscheinlich wesentlich stärkere Ausrüstung. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich das als neue Gegner ansehen soll. Aber das würde eigentlich meine Aussage von vorher bekräftigen, dass ich eventuell erstmal meine Ausrüstung ein bisschen stärker machen sollte. Weil jetzt, so wie sie momentan sind, würde ich kaum Schaden ausrichten bei dem Mächtigen. Es war gut, dass ich mein Feuerschwert auf jeden Fall ausgebessert hatte. Mächtiges Sporenschwänzchen. Eine Hakenkralle. Mächtiger Flora-Grunzer. So gesehen sind das ja, wie gesagt, die alten Viecher nur in mächtig. Perlmutschnabel. Da haben wir auf jeden Fall zwei neue. Wir könnten ja die Hakenkralle als erstes machen, aber da bräuchte ich erstmal eine bessere Steinwaffe. Ich kann ja mal kurz gucken. Hier unten ist meine Steinwaffe. Ne, das ist die andere Waffe, die hier. Ein Goldstachel-Schneidezahn. Und ein Glut-Lava-Rücken-Schmelzstein.
Kohle eines riesigen Kemnos. Wo kriege ich denn die Kohle her? Den Rest kann ich mir vorstellen, aber wo kriege ich die Kohle her? Zählen die Großen eigentlich hier auch wieder mit was Neuem? Ach, guck mal, ich kann mir jetzt diesen Himmelsanker holen. Okay. Wird auf jeden Fall noch ausprobiert. Ich muss mal gucken. Steht bei irgendwann von euch Kohle? Ja, hier. Beim Glutlava-Rücken steht Kohle. Den Schmelzstein, den kriege ich natürlich von den Pfoten. Den müsste ich aber trotzdem zweimal erschlagen. Und da wäre es sinnvoll, den Frostgrim auch nochmal. Also ja, wir werden höchstwahrscheinlich jetzt nur unsere Ausrüstung den heutigen Abend verbessern. Gegen Feuer bin ich halt auch null gewappnet. Muss ich übrigens auch mal gucken. Ah, guck mal, die mächtigen Versionen, die haben auch eine neue Rüstung so gesehen. Sind aber nicht viel besser als meine jetzige Rüstung. Schlangenschwebehaut. Guckt mal. Ich kann das hier auch schon wieder fast verbessern. Aber dann verliere ich den Elementwert. Da wäre die wichtige Frage, brauche ich die Vorteile? Also die vorherigen Dinge? Weil dann könnte ich mir so echt viele Schritte sparen. Ich denke mal nicht, dass das so einfach ist. Aber krass. Hier ist es schon 275, auch ohne Element wäre das ultra stark. Könnte ich die, die ich jetzt jagen will, so easy platt machen? Was ist denn Schlafnutzer? Boah, das wäre richtig praktisch. Die Pflanze könnte... diese Waffe könnte ich richtig gut gebrauchen. Verhederer. Könnte auch praktisch sein. Ja, ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich bessere Waffen hole. Ich denke mal, mit den jetzigen kriegen wir die so gut wie gar nicht down. Na gut, wo ist denn mein Vieh? Ich könnte es mir natürlich auch erstmal sparen mit dem Donnervieh, also mit dem Donnermarder und dem das mächtige Sporenschwänzchen jagen, dass ich denen die Waffe jetzt erstmal herstelle, aber da müsste ich ja auch erstmal den Pflanzenweg machen. Da brauche ich, glaube ich, auch noch richtig viele Materialien. Ja, da bräuchte ich das normale Sporenschwänzchen, also den Zahn, den Dorn brauche ich dann nochmal. Und keine Ahnung, wo ich überhaupt einen Dämonenstein herbekomme. Ich verbessere jetzt wirklich erstmal meine Waffen. Donnermarder. Ne, Goldstachel, nicht Donnermarder. Also YouTube sieht offenbar nicht sonderlich viel vom heutigen Abend. Hey, er hat nicht auf mich gezielt. Ich bin nicht gut genug. Das wird dir nicht gefallen. Was hast du davon, wenn du mich unterschätzt und mich nicht für gut genug hältst? Boah, ich krieg die ja jetzt eigentlich schon ganz gut down, ne?
Stell dich mal vor, ich habe noch so eine ermächtigte Version einer Waffe. Da kann ich die ja richtig schnell wegkratzen. Das Teil schießt einfach weiter. Hm. Ihr wisst anscheinend, was ihr tut. Also dann suchen wir die Materialien. Wir müssen nur noch zurück in die Stadt. Dann haben wir es geschafft. Entschuldigt diesen Überfall. Ich musste nur etwas abschließen. Doch, ich hatte gehört, dass diese Art von Kimono besonders aggressiv gegenüber Eindringlingen ist. Ohne euch hätte ich diese Materialien nicht beschaffen können. Wozu dienen sie denn? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Wisst ihr, hier im Land des Ostens laufen die Dinge anders als in der Hauptstadt. Dort müsste ich mir all die Materialien liefern lassen. Die Kriege haben die Region völlig ruiniert. Für Mensch und Kimono ist nichts mehr übrig. Trotz unseres Ansehens bekamen wir immer weniger Arbeit. Zum Glück erhielten wir die Anfrage aus Minato. Doch mein Vater, einst unser Meisterhandwerker, sagte, er habe genug von dem Land und dem Krieg. Er wollte gehen. Also gingen wir im Streit auseinander. Ich weiß nicht, was er tut oder wo er nun ist. Die Antworten befinden sich wohl in diesem Brief. Okay. Es wäre auf jeden Fall gut, zumindest eine dieser mächtigen Waffen zu haben. So, das Ding kann ich jetzt verbessern. Das ist zumindest etwas besser. Den Glutlaverrücken will ich gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht jagen. Bran eines kleinen Kimono, scharfe Schuppe. Wahrscheinlich einfach nur High-Rank-Zeug, weil ich nebenbei sammeln kann. Könnt ihr mal hier in der Ebene gucken. Die werden jetzt nicht besonders stark sein. Und die Waffen sind es eigentlich auch kaum wert. Eher von dem hier wäre es das wert. Hätte ich eine richtig gute Waffe. Guck mal, den ermächtigten Lavarücken, den kann ich gerade auch gar nicht jagen. Kriege ich überhaupt dieses Goldhämatit her? Oder ich jetzt einmal unten rumgehen musste, nur weil ich da dran wollte. Feuerschwächung. Das hier wäre eine Fähigkeit, die ich gerne bei jeder Waffe hätte. Okay, Schlangenschwebehaut. Dafür muss ich bestimmt einfach nur Schlangen töten. Und dann könnte ich hier mir bei der Federkralle eine gute Windklinge auf jeden Fall zuallererst holen. Das klingt doch nach einem Plan. Ich habe mir jetzt auch eine stärkere Steinwaffe gemacht. Da sollte ich das irgendwo hinbekommen. So, Federkralle. Permutschnabel. Mächtige Federkralle. Also hier am Wasser gab es, glaube ich, die Schlangen. Die sollte ich zuerst erlegen. Hey, hier sind keine Schlangen mehr. Das Gebiet sieht auch anders aus. Guckt mal, da haben wir ja doch einen Unterschied bei High Rank. Huh?
Da haben wir auch direkt das erste Membran. Aber eigentlich habe ich die Schlangen gerade gesucht. Das neue Vieh ist die stärkere Version von der Federkralle, die wir jagen wollen. Das ist safe. Ja, da sind doch die Schlangen, die ich suche. Ich weiß jetzt nur nicht, was sie umnieten oder... Streichen ist Bart, heißt umbringen. Schlangenschwebehaut. Krieg ich beim Umbringen. Perfekt. Komm her. So, jetzt kann ich mir eine stärkere Waffe erstmal herstellen. Ja, hier. Kann ich jetzt hierzu weiterentwickeln? Und dann darauf folgen zu dem hier. Ich kann ja nur mal eben kurz prüfen. Also die diese Jagd sollte ich noch bei der Steinwaffe bleiben, weil ich glaube, mit dem Steineffekt drauf habe ich mehr Kraft. Zumindest dem gegenüber. Aber da sollte ich doch zumindest ordentlich reinhauen können. Ein paar scharfe Schuppen noch und ich könnte aus der Glutklinge auch noch die nächste Waffe machen. Na gut, jagen wir jetzt endlich dieses dumme Huhn. Das wird dir nicht gefallen. Ich muss den Kamm auf jeden Fall abtrennen. Danke. Nein, mir fehlt die Ikorakuri, um genau einen Teil aufzustellen. Der stand so doof an der Kante. Ich sehe nichts. An den Kanten kämpfen ist immer Kacke. Komm, latsch da rein. Du sollst da reinlatschen, Mistvieh. Gib her. Fertig. Nimm das. Bereit. Es kann losgehen. Nimm das. Das wird dir nicht gefallen.
Geh mal fertig, du dummes Mistvieh. Krallenau, die kann ich gar nicht gebrauchen. Es ist immer so doof, an der Kante zu kämpfen. Im Ernst. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Fertig. Komm, jetzt geh endlich ab, du dummer Kamm. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Fertig. Frag mich grad, wo kommen die Teile her? Also, war noch irgendwo eine Stelle zum Greifen. Genau die meinte ich. Es kann losgehen. Nimm das. Der läuft ewig. Okay. Dachte, ich könnte noch mal auffüllen. Kann ich jetzt neue Steine eigentlich, wenn ich an das Teil hier rangehe? Großer Limitskristall. Ne, den hatte ich auf jeden Fall schon mal. Der Kamm ist bisher noch nicht abgetrennt. Das müssen wir ändern. Es kann losgehen. Nimm das. Bereit. Fertig. Ich raste gerade eh aus. Ich wollte doch nur einsammeln. Der kam es nämlich ab. Aus, böser Vogel. Ach, dich nützlich und nicht ein Ei. Ah. Kriegst jetzt eins auf den Dötz. Ich wusste nicht, dass man ihn auch so aus der Luft holen kann. Aber schön, dass es geht. Erschwächung war, dass der Widerstand dagegen schwächer wird, ne?
kann losgehen. Nimm das. Leuchtet was Schönes. Ich lebe noch. Nimm das. Schade. Ich hatte schon die Hoffnung, dass er irgendwie zu mir kommt. Hä? Ach so, doch, nicht. Ich dachte kurz, der Schweif ist ab. Alter, du blödes Mist, wie gehst du mir auf den Keks? Tod! Liegt hier irgendwo was? Ja, da vorne liegt was. Irgendwas habe ich ihm nochmal abgetrennt. Ich erlege dich gleich. Ich muss erst noch deine Sachen einsammeln. Die stehen, meine ich, nicht wieder auf, sobald sie einmal liegen. Verzeih. So, im Bestfall können wir uns die Federwaffe jetzt direkt machen. Das wäre generell ein massiver Schadensboost. Drauf gepfiffen, ob die dann eine Schwäche haben oder nicht. Bande-Essenz habe ich von denen bekommen. Eventuell kriegt man die Bande-Essenz generell von den höherwertigen Viechern jetzt. Warum muss ich 30 Sekunden? Ich will... komm, schick mich einfach direkt nach Minato zurück. Obwohl, bleiben wir mal beim Lager. Ich will ja mir die Waffe machen. Vielleicht kann ich sie mir noch nicht herstellen. Wäre schlau, erstmal hier zum Lager zu gehen. Gucken, kann ich mir die Waffe jetzt herstellen. Ansonsten jage ich das Vieh einfach noch einmal direkt. Ich brauche auf jeden Fall stärkere Waffen. Ich brauche den Schnabel. Und ich brauche verdammt viel Erz. Ich würde sagen, wir machen hier einfach für heute Schluss, Leute, weil ich muss jetzt wirklich erstmal farmen gehen, damit ich bessere Waffen habe. Ich speichere hier jetzt. Also ich werde jetzt nicht die großen Viecher farmen geben, sondern eher die kleinen, dass ich erstmal überhaupt die Grundvoraussetzungen habe, eventuell die Federkralle nochmal jagen. Vom Prinzip her sind diese mächtigen Viecher ja auch nichts anderes als die alten Viecher, nur ein stärker. Und es sind, wie gesagt, keine neuen Gegner. Also die Hakenkralle und der Perlmutschnabel sind neu. Aber die anderen ja nicht. Und wenn ich keine starken Waffen habe, kann ich ja nicht gegen die Viecher ja wirklich an. Was bringt mir denn die erweiterte Version der Rüstung von dem eigentlich? Auch nicht sonderlich viel. Obwohl, taube Ohren wäre ganz geil. Würde mich der Schrei von denen nicht mehr jucken.
Aber ihr versteht ja, was ich meine, ne? Dass ich jetzt auf jeden Fall erstmal meine Waffen grinden muss. Rüstung jetzt nicht bedingt, aber zumindest die Waffen. War ein bisschen kürzer heute. Aber was soll's, ne? Ich hoffe, dass ihr trotzdem alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, auf YouTube ein Abo und ein Like dalassen. Auf Twitch ein Follow. Bevor ich nicht mit denen rede, geht da die Story eh nicht weiter. Also, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall stärkere Waffen erfahren, damit wir hier deutlich besser fortsetzen können. Aber ihr habt ja gesehen, selbst für den Vogel habe ich jetzt ein bisschen länger gebraucht. Und der haut mir auch ordentlich was um die Ohren. Also ja. YouTube, von euch verabschiede ich mich hier an der Stelle dann schon mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.